Ja, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, willkommen zurück zu Zeit für Bildung. Unser Themenspeicher ist schon randvoll. Wir haben über dieses schwierige Jahr 2020 gesprochen. Wie geht Schule damit um? Wir werden adressieren, wie geht Hochschule damit um? Abitur 2020, ein ganz besonderes Thema beispielsweise. Jetzt wollen wir uns mal ein wenig über die Rolle der Medien unterhalten. Wissen, Wissenschaft und Bildung, ganz große Themen bei der Zeit, das wissen Sie. Wir wollen jetzt mal schauen bei den elektronischen Medien und dafür sind wir nach Leipzig gefahren. Professor Carola Wille ist die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks. Sie hat uns eingeladen. Herzlich willkommen und danke für die Gastfreundschaft hier im Riverboat-Studio der Media City Leipzig. Mhm. Willkommen. Herzlich willkommen beim Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig. Frau Wille, das Corona-Jahr 2020 ist in ganz vielen Maßstäben ein besonderes, wird als Gamechanger in puncto Digitalisierung betrachtet. Vielleicht ist das nur eine Überschrift, vielleicht steckt mehr dahinter. Das wollen wir ein bisschen besprechen und natürlich die Rolle der elektronischen Medien, der ARD, des Mitteldeutschen Rundfunks, der sehr viel macht. Wie spiegelt sich dieses Corona-Jahr 2020 bei einer großen ARD-Anstalt? Was läuft bei Ihnen komplett anders? Also dieses Corona-Jahr ist auch für ein Medienhaus ein ganz außergewöhnliches Jahr. Ich glaube, was uns besonders beschäftigt, ist diese Veränderungsdynamik, die damit nochmal verbunden ist in einem Medienhaus. Und ist die Rasanz, die Tiefe der Veränderung, die insbesondere unsere Arbeitswelten betrifft. Und das hat natürlich auch einen inhaltlichen Teil für ein Medienhaus. Diese Corona-Pandemie reflektiert sich auch in unseren inhaltlichen journalistischen Angeboten. Was die Veränderungsdynamik anbelangt, ich glaube, diese Digitalisierung, die ja ohnehin, wo wir mittendrin sind und mitten alle in Transformationsprozessen, wir spüren, dass das nochmal so einen Schub gegeben hat. Und dass da sozusagen eine tiefe Dynamik drin ist und das Ganze nochmal beschleunigt. Und dass die Vorstellung, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht unbedingt vor Ort sein müssen, mobil zu Hause arbeiten, die hätte ich vor einem Jahr ehrlich gesagt so nicht entwickeln können. Aber das ist so, das ist Realität geworden. Manche Chefs haben ja Probleme damit, ne? Wenn die Belegschaften irgendwie diffundieren zu Hause sind und befürchten, die trinken Kaffee und arbeiten nicht. Also ich gehöre nicht zu denen, was ich feststelle. Und das ist das Frappierende in dieser Corona-Situation, dass dieses Medienhaus, was 24 Stunden ja auf allen Kanälen für die Menschen da sein muss, dass es funktioniert. Dass Recherche zu Hause, von zu Hause aus funktioniert, dass wir uns die Experten per Skype zuschalten, dass tatsächlich das Medienhaus arbeiten kann, atmet, auch wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht vor Ort sind. Wir haben alle den Eindruck, dass Wissen, Wissenschaft, Bildung gigantische Themen sind in diesem Jahr. Natürlich wegen der aufgeworfenen Probleme durch die Epidemie. Aber auch das Feedback von Lesern bei der Zeit, von Hörern, Zuschauern und Nutzern online in ARD-Anstalten sagt ganz deutlich oder spricht die Sprache, da ist ein fundamentales Interesse. Und der Mitteldeutsche Rundfunk hat große neue Aktivitäten. Beim MDR heißt das Wissen, heißt das Angebot MDR Wissen. Stellen Sie bitte ganz kurz mal in groben Zügen vor, was sich darunter verbirgt. Also es hat nicht in dieser Corona-Zeit diese Entwicklung angefangen, sondern wir haben uns vor 3 Jahren ungefähr hat sich das MDR aus als Inhaltehaus immer mehr aufgestellt und dazu gehört eben ein großer Inhaltebereich Wissen. Und Inhaltebereich Wissen heißt für uns, dass wir eben im Fernsehen, im Radio und im Netz mittlerweile relevante Angebote machen wollen. Und was gehört dazu, wenn Sie ganz konkret fragen? Im Zentrum haben wir mdrwissen.de. Das ist das Portal, wo sich sozusagen sämtliche Inhalte, die wir mittlerweile in diesem Bereich noch stärker entwickeln als in der Vergangenheit, dort zu finden sind. Sie haben beispielsweise Wissenschaftsnachrichten aus dem Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks. Sie haben die Dokumentationen, die wir in dem Bereich stärker produzieren, 45 Minuten, die auch in der ARD-Mediathek natürlich dann auch stehen. Wir haben den ganzen Bereich eines YouTube-Kanals zusätzlich entwickelt. Wir haben immer mehr Social-Media-Inhalte. Es ist sozusagen all das, was wir brauchen, um auf allen Kanälen, in allen Räumen, wo die Menschen unterwegs sind, mittlerweile tatsächlich auch präsent zu sein. Und deswegen ist es ein starkes Angebot geworden, ein vielfältiges Angebot, wo wir immer wieder darum nachdenken, wo erreiche ich denn eigentlich wen? Wen erreiche ich bei YouTube? Was muss ich dort für Inhalte machen? Wie erreiche ich die ältere Generation? Das heißt, wir produzieren auch fürs Fernsehen.
und fürs Radio aus diesem Wissensbereich heraus. Insofern ist das so eine Netzwerkredaktion, die ins ganze Haus, wenn Sie so wollen, ausstrahlt. Lineare Angebote, Online-Angebote gemischt miteinander mit jeweils spitzeren Zielgruppen, auch altersmäßigen Zielgruppen. Ich erinnere mich, ich war selber in den 70er Jahren Opfer des sogenannten Schulfernsehens. Da war ein freundlicher älterer Herr, ich glaube, der hat einen Schnurrbart gehabt und einen dunkelgrauen Anzug und eine Krawatte, und machte ausgerechnet Matheunterricht, mein Lieblingsfach, nicht wirklich. Kann man sagen, dass wir in eine Richtung gehen, Schulfernsehen nicht 2.0, sondern eher 4, 5, 6.0 mit allen Ausspielwegen, die da hinter sich verbergen? Würde ich sagen. Ich würde nicht mehr vom Schulfernsehen, sondern von Schulinhalten sprechen, von Lerninhalten. Und ob das jetzt 4, 5, 6.0, ich glaube, wir haben da gar keine Vorstellung, dass diese digitale Welt uns an Möglichkeiten eröffnet, viel vielfältiger zu sein, viel mehr zu erreichen, viel mehr auch interaktiv unterwegs zu sein. Also gebannt vorm Fernsehen sitzen, das werden Sie wahrscheinlich in dieser jungen Generation, um zu lernen, kaum mehr entdecken. Aber Sie werden entdecken, dass Sie sich Dinge, die Sie interessieren, selber holen und dass Sie selber Ihre Meinung dazu äußern wollen. Und insofern ist diese Bildungsinhalte sind heute eben digitale Inhalte, so wie sich viele Inhalte auch in der Netzwelt verändern. Ich muss mal ganz kurz hier auf meinen Zettel gucken. Über 6 Wochen, 30 Folgen täglich live auf Facebook, YouTube, Twitch, Biologikum, der Uni Halle, Erlebnisland Mathematik, School Lab des DLR, Industriemuseum Chemnitz. Themen Seuchen, Biodiversität, exponentielles Wachstum, Raumfahrt, Dreiecke, Dampfkraft, Menschen mit Behinderung, Superkräfte. 26.000 Abrufe auf YouTube, wahrscheinlich ist die Zahl inzwischen sogar etwas höher. 626.000 Aufrufe auf Facebook. Als Landesmedienanstalt hat man bei solchen Zahlen doch eine gewisse Ehrfurcht, vergleicht man sie mit dem Zuspruch bei linearen Angeboten, oder? Ich bin stolz darauf, was in dieser Zeit hier entstanden ist. Also ich finde es auch, wir haben ja die große Überschrift gewählt über all diese Bildungsangebote, die großen Themen unserer Zeit. Und ich glaube, dass wir eben immer darüber denken, was beschäftigt die Menschen und was kann Wissenschaft, was kann Wissen, Bildung dazu leisten, um Antworten zu finden, dass das ein Stück das Erfolgsrezept ist. Dass man dran ist an den Themen der Gesellschaft, all das, was die Menschen heute umtreibt. Und wir leben ja in einer Zeit extrem großer Unsicherheit. Und deswegen ist dieser Zuspruch aus meiner Sicht so groß, weil das Rezept stimmt, das Konzept stimmt und die Wege stimmen. Ich würde später gerne mal ein paar Worte auch darüber hören, warum diese Tendenzen, es scheint so zu sein, der Mitteldeutsche Rundfunk ist sehr weit vorn, was diese Wissensvermittlung, Bildungsangebote angeht, vielleicht gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk, mit BR24. Auch alle anderen sind natürlich in dem Feld aktiv, logischerweise in der ARD, weil jeder erkennt, der Wissensdurst ist bei Hörerschaft und Zuschauerschaft enorm groß. Sind die Menschen in Mitteldeutschland besonders wissensdurstig? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, sie sind wissensdurstig wie alle in Deutschland, wie alle letztlich in Europa, in der ganzen Welt. Ich bleibe dabei, so viel Unsicherheit war nie. Und so viele große Fragen, die zum Teil existenzieller Natur sind, gab es auch nie. Und wir haben nicht die Antworten. Nicht jeder Einzelne hat die Antwort vor sich liegen und weiß, wie es richtig ist, wie es sein muss und wie die Wege für uns in der Zukunft aussehen. Und das, und da immer wieder zu hinterfragen, und das ist ja sozusagen auch zu verstehen, wie Wissenschaft arbeitet. Das ist das, was wir, glaube ich, in der letzten Zeit gut mit den Menschen entwickeln, dass sie nachvollziehen können, die Themen, wie Wissensstände entstehen, wie auch wieder verworfen wird und wie man teilhaben kann auch an Wissenschaftsentwicklung. Und ich denke, das macht Menschen stabil, weil sie sozusagen Vertrauen finden und für sich so viel Fakten geben, dass sie sich wirklich eine Meinung bilden können und mitdiskutieren über diese großen Fragen unserer Zeit. Wir haben ja eine Gemengelage auf der einen Seite, ich nenne das mal den Drosten-Effekt, also
neues Vertrauen in Aufklärung, in Wissenschaft bei weiten Teilen der Bevölkerung. Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Downloads der Drosten-Podcast vom Norddeutschen Rundfunk, nicht vom Mitteldeutschen Rundfunk, die haben da die Nase ein bisschen vorn gehabt. Ich glaube 60, 65, 70 Millionen inzwischen, also unfassbare Zahlen. Wir haben auf der anderen Seite durchaus auch eine Entwicklung Skepsis, eindrückliche Bilder aus der Hauptstadt, wo Parlamentarier bei der Arbeit gehindert werden sollen und Ähnliches. Also in der Zivilgesellschaft gibt es beides gleichzeitig. Und die Frage ist, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk dem begegnen kann. Wir bemühen ständig mehr oder weniger das Wort des Abholens der Menschen, auch einer jungen Klientel, die wir versuchen zu begeistern für Medieninhalte, die aufklärerischen Charakter haben, wohl wissend, dass die Quelle eben der Hood ist und der ist nun mal bei Facebook und den Angeboten für jüngere Generationen in sozialen Medien. Also dieses Abholen, wie funktioniert das? Also Sie haben völlig richtig beschrieben, diese beiden Trends. Wir haben ja beides. Also Menschen, die Fakten suchen, die tatsächlich Wissen sich immer mehr aneignen wollen. Und wir haben auch eine Welt, die wir erleben, die sehr populistisch getrieben ist, wo Fakten beliebig werden. Ich sage immer, manchmal habe ich den Eindruck, wir fallen ein Stück hinter die Aufklärung zurück. Der Geltungsanspruch der Wahrheit durch belegbare Tatsachen, dass der uns in Teilen verloren geht. Und das ist ein ganz großes Thema unserer Zeit, weil es da um demokratische Prozesse geht. Wenn wir keine gemeinsame Faktengrundlage haben, der Diskurs auf dieser Basis stattfinden kann, dann wird es schwierig, sich zu verständigen. Und dann leben wir in unterschiedlichen Wirklichkeiten. Und deswegen ist die berechtigte Frage, die Sie stellen, wie schafft das der öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich, dieses Vertrauen in verlässliche Informationen, in diese Informationswelt, die von Recherche geprägt ist, wo die Informationen so geliefert werden, dass Fakten von Meinung getrennt sind. Das ist genau das, was den guten Journalismus ausmacht, dass das auch geschätzt wird, wertgeschätzt wird. Und ich glaube, die Antwort ist erstmal guter Journalismus, dass wir genau das tun, dass wir seriös recherchieren, dass wir Hintergründe mit dazu liefern, dass wir eben investieren in Hintergrund und dass wir lernen, wie wir Orientierungsleistungen heute erbringen müssen, dass die Menschen uns folgen können, wie wir Komplexität reduzieren und sie verständlich machen, ohne dass wir sie vereinfachen und dass wir tatsächlich den Menschen vermitteln, wie Wissen entsteht, sich verändert und dass wir unsere Arbeit, unsere journalistische Arbeit auch ein Stück noch transparenter machen, dass die Menschen Stände nachvollziehen können und dass sie, wenn etwas anderes dann, wir haben ja in dieser Pandemiezeit gelernt, wie sich Erkenntnisse verändert haben und dass die Menschen verstehen können, warum es jetzt anders ist und dass wir damit nicht die Räume schaffen, dass Populisten reingehen und sagen, genau da wird gelogen, sondern dass man weiß, warum welche Informationen jetzt und welche Wissensstände so sind. Und ich glaube, muss unsere Antwort sein. Bester Journalismus und ein Stück mehr auch Wissenschaftsjournalismus. Ich gehöre zu denen, die überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass wir, weil Wissenschaft immer mehr auch unsere wissenschaftliche Erkenntnis, unser Leben beeinflussen, dass wir dort journalistisch auch richtig gut sind. Anja Karliczek, die Bundesbildungs- und Forschungsministerin, drängt ja wahnsinnig darauf, dass Wissenschaftsjournalismus, Bildungsinhalte von den Medien weiter nach vorne getragen werden. Also da haben Sie dann auch eine politische, natürliche Bündnispartnerin, ne? Kann man so sagen. Das hoffe ich. Ich hoffe, dass Politik in die ähnliche Richtung denkt. Und ich finde, Bildungspolitik ist eine der großen Themen unserer Zeit. Kehren wir zum engeren Themenfeld ein bisschen zurück. Sie haben einen bei MDR Wissen unter diesem Dach auch einen YouTube-Kanal für Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer gemacht mit so einer Art Erster Hilfe. Können Sie das mal ganz kurz beschreiben in diesen besonderen Zeiten? Also ich glaube, so wie das für uns eine enorme Herausforderung von Anfang an war, in dieser Corona-Zeit war das natürlich für Lehrerinnen und Lehrer auch. Ja. Und den Schülern sozusagen digital die Dinge zu vermitteln, ich glaube, hat manchen ins Schwitzen gebracht. Und wir haben uns überlegt, wie können wir in der Zeit an ihrer Seite stehen. Und wir haben vermittelt, wie man gute Videos produziert. Also Tutorials, wie macht man ein Video, wo dann nicht die Schüler drüber schmunzeln, sondern ein
professionelles Video und dann auf diese Weise dann auch Bildungsinhalte vermitteln. Und das hat einen Wahnsinnszuspruch gefunden. Also dass die Lehrer und Lehrerinnen waren sehr, sehr dankbar, dass wir da ein Stück Handwerk vermittelt haben, wie Videos entstehen, die dann auch Wissen gut vermitteln können. Ich kann mir vorstellen, dass bei einer Lehrerschaft wie in Deutschland das wirklich begierig geradezu aufgenommen wird. Ja, das weil diese Skills sind natürlich nicht da. Und wo sollen sie sein, wenn nicht in einer Medienanstalt? Vollkommen klar. Es gibt ja durchaus Digitalisierungsdefizite, nicht nur bei Lehrerschaft, auch bei Professorenschaft, auch in der Politik zum Teil, wo Menschen dann einfach überfahren wurden. Ich habe das Equipment nicht, ich habe kein Mikrofon, ich habe die Skills einfach nicht. Können Sie sich vorstellen, als MDR da beratend und schulend auch weiterzugehen, diesen Weg? Also wir haben ja sehr spontan diese Dinge am Anfang entwickelt und ich glaube, dass dieser Riesenzuspruch, den wir da erfahren haben, dass er natürlich uns recht gibt, vielleicht im Gespräch mit den Verbänden, den Lehrerverbänden zu schauen, was können wir an Unterstützungsleistung dort mitgeben, und der Wissens- und Bildungsbereich bleibt ja ein wichtiger Teil unseres Auftrages, und ich finde, das gehört heute mit dazu, und deswegen denke ich mal, es war ein spontan entwickelt, es war ein Treffer, und wir sollten unbedingt weiter darüber nachdenken, was man mit den Schulen macht. Wir haben eine Idee beispielsweise mit den Geschichtslehrern entwickelt. Wir machen sozusagen auf dem Online-Wege Eure Geschichte vermitteln wir und haben so ein großes Projekt Eure Geschichte, wo wir also historisches Material aufbereiten aus der 89er, 90er Zeit, die hier eine große Rolle spielt, geben dem Thema Wende ein Stück natürlich Authentizität, wir geben dem Thema Lebendigkeit. Und das, was er auch digital alles kann, das ist anders im Lehrbuch zu lesen. Ich finde das nach wie vor wichtig und gut, und wir müssen weiterhin Lehrbücher lesen. Aber überhaupt lesen. Online, ja, das wäre schon mal sehr hilfreich, wenn das alle tun würden. Aber das digital mit den Möglichkeiten, mit den Stärken auch des Digitalen zu vermitteln, ist das ein wunderbares Projekt. Eure Geschichte und was wir mit den Geschichtslehrern, mit dem Verband dort vorantreiben und jetzt gerade in dieser Zeit 30 Jahre Deutsche Einheit jetzt auch entstanden und fertiggestellt wurde. Machen Sie dann eine Liste, wer darf dabei sein und wer nicht? Weil ich kann mir vorstellen, dass mehr oder weniger alle Geschichtslehrer in ihren drei Bundesländern sozusagen da gerne mitmachen würden. Also wir machen das mit allen drei Ländern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und klar sind die Verbände in dem Falle dann die besten Ansprechpartner, weil die kanalisieren und die wissen dann auch sozusagen aus ihren Verbänden heraus, was wichtig ist und was für sie auch an dem Projekt wichtige Punkte sind. Gucken wir mal aus der Vogelperspektive die Bildungsangebote der ARD. Ich erinnere mich beispielsweise, es gab bei dem Sender, für den ich lange gearbeitet habe, im Hörfunk eine Redaktion, eine Bildungsredaktion, die wurde abgekürzt GESMODLAB genannt, Gesellschaft und modernes Leben. So keine schöne Abkürzung. Fand ich auch damals schon nicht gut. Und die Inhalte waren sehr staatstragend. Belehrend, ich habe einen Bildungsvorsprung, ich weiß mehr als du, sehr stark getragen davon. Und da gab es eine Tradition, glaube ich, auch in anderen Häusern, deshalb ich will auch mein ehemaliges Haus da gar nicht beschmutzen, weil das war auch ein Stück weit Zeitgeist, glaube ich. Und da hat sich auch vor Corona schon durch den Einfluss sozialer Medien neue Ausspielwege, Verluste beim Linearen hin zum Digitalen, Abrufbaren, die plötzliche Erkenntnis, Mensch, die Menschen haben Interesse an langen Formaten. Die Doktrin der 1,30 ist vorbei, die ist passé, interessiert nicht mehr. Und Popmusik holen sich Menschen, die unter 40 sind, von Spotify. Aber speziell diese Bildungsangebote, die ja in den Rundfunkstaatsverträgen festgeschrieben sind, deren Gesicht, wie profund verändert sich das eigentlich, während wir sprechen? Also es verändert sich mit unserem Leben und mit den ständigen Veränderungen unseres Lebens. Aber das Gesicht, wir haben ja schon ganz andere Gesichter, wenn Sie zu Funk reingehen, unser Content-Netzwerk von ARD und ZDF, da werden Sie die ganz junge Chemikerin entdecken, jetzt komme ich nicht auf den Namen, die hat immer so einen schwierigen Namen, die Wissenschaft so lebendig vermittelt auf eine jugendliche, kluge Weise. Und die Gesichter sind ja schon ganz andere. Also das habe ich festgestellt. Also wird auf völlig neue Weise in die Staatstrage
hervorragend, sondern fast unterhaltend, aber jedenfalls so, dass die Menschen es verstehen können, begreifen können, dass ganz neue Gesichter dort Einzug gehalten haben. Und ich glaube in der Tat, es geht nicht nur zu senden, sondern ich glaube, was genauso wichtig ist, dass wir den Diskurs suchen, dass wir das Gespräch suchen. Also das Gespräch ist mit den Menschen, sie reinholen in das Gespräch, ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, dabei zu sein, zu diskutieren untereinander. Ich glaube, dieses Dialogische wird auch in dieser Zeit wichtiger und ist auch ein stabilisierendes Element. Podcast. Zum Beispiel. Da werden Leute reingeholt. Und genau. Auch da Innovation in dieser Zeit. Wir haben den Mitteldeutschen Rundfunk in dieser Zeit den wachsenden Podcast gestartet. Was heißt das? Also Podcast ist erzählen, auf unterhaltende Weise erzählen, aber wir holen jetzt die Meinungen rein in einen Podcast. Ja. Also das ist eine technologische Entwicklung, wo es möglich geworden ist, tatsächlich die Meinungen dabei zu haben. Und so zu dem Podcast, deswegen wächst der Podcast, die Menschen kommen dazu. Wird immer länger. Genau. Dadurch. Mhm. Ja, ich glaube, Partizipation ist wirklich eine Frage, wo sich lange, lange Zeit Menschen gerade bei ARD-Anstalten nicht eingeschlossen gefühlt haben. Ja? Aber mich würde noch interessieren, wenn Sie von Funk sprechen, hören denn Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Intendanzen, wie und was diese jungen Menschen sprechen? Und nehmen die das ernst? Ich meine, Sie sind so viel mit Politik beschäftigt und so viel mit Staatsverträgen, mit der Kommunikation, mit den Staatskanzleien beschäftigt und mit der Führung eines großen Hauses beschäftigt. Dafür müssen Sie sich eigentlich Zeit nehmen, oder? Mhm. Dies ist eine berechtigte Frage. Was ich immer lese, ist zum Beispiel der Monatsbericht, welche Inhalte von Funk angenommen werden. Ich weiß natürlich, dass 100 Millionen Visits mittlerweile unterwegs sind. Was wir machen, wir sind wirklich, also ich persönlich bin auch zu wenig drin. Immer wenn es irgendwie eins hochpoppt, dann aha. Große Debatte, muss man gucken, was ist das eigentlich für ein Beitrag. Ich bin sicherlich nicht in dieser Sprachwelt zu Hause, aber diese junge Chemikerin, von der ich gerade gesprochen habe, die fasziniert mich und da bin ich schon drin und gucke, aber wenn ich dann höre, da gibt es von ihr wieder ein neues Thema und dann bin ich unterwegs, aber ehrlich gesagt nicht regelmäßig. Insofern müsste ich mehr in der Sprachwelt zu Hause sein. Ich glaube, meine Tochter ist das definitiv wesentlich mehr als ich. Ja, meine Töchter auch, genau. Die kennen sich ja auch besser aus. Bildungsinhalte haben etwas auch damit zu tun, wir sind ein paar Mal darauf gekommen, schon mit dem Vermögen des Personals. Der ARD wird ja gerne vorgeworfen, Mensch, ihr kauft teure Sportrechte, ihr macht teure Spielfilme, Tatorte und so weiter. Und ihr werdet nur bedingt eurem Auftrag gerecht, der zum Beispiel in Bildung besteht. Unter anderem Volontärsausbildung und ich gebe hier einfach einen Originalton mal wieder, den ich mal gehört habe, wo es um lange Formate im Radio ging, Hörspiele, Feature, wo man von der Gruppe von Volontären ein Feedback bekommen hat, wir haben da ein, zwei Tage Ausbildung gemacht, ich habe da gar nicht zugehört, weil ich habe da ja kein Einkommensmodell für die Zukunft, zum Beispiel als freie Mitarbeiterin, was ich generieren kann, weil wir 20, 30 Jahre Magazine gemacht haben mit maximal 3 Minuten Beiträgen, lieber noch 1,30, als die privaten Mitbewerber auf den Markt kamen, sogar eher noch kürzer und noch mehr Musik und noch mehr Unterhaltung und noch witziger. Das beißt sich schon ein bisschen mit Bildung und mit ambitioniertem, tiefen Recherchieren und Erzählbögen, die eben reichen für 30 Minuten oder eine Stunde, oder? Mhm. Wobei ich glaube schon, ich habe ja jetzt in dieser Corona-Zeit auch geschaut, was machen die anderen ARD-Anstalten und wie beispielsweise WDR, Planet Schule war ja ein riesen vernetztes, ein großes Angebot. Wir haben beim Bayerischen Rundfunk sicherlich über ARD Alpha auch ein großes Wissensangebot, auch für junge Leute. Also es war schon ein beeindruckendes Bildungsnetzwerk, was über alle ARD-Anstalten dort entstanden ist. Aber es ist richtig, es war sozusagen
Es war auch da, aber es war nicht ganz stark im Fokus. Also so wie es jetzt beim Mitteldeutschen Rundfunk passiert ist, seit 3 Jahren, seit 2018, dass wir eine Wissensangebotsfamilie gebaut haben und dass wir ein Netzwerk sind für das ganze Haus, dass wir im Radio bei Trump beispielsweise genauso Wissensinhalte am Wochenende ausspielen, wie wir sie in bestimmten Fernsehsendungen haben und dass es aber im Netz auch viel relevantere Angebote sind. Und so wie das der Mitteldeutsche Rundfunk gemacht hat, dass diese Angebotsfamilie wächst und dass wir auch mehr natürlich auch Ressourcen damit reingeben, das vermutlich geht, wenn ich mal das Netzwerk der ARD heute in der Pandemiezeit schaue, sind auch in anderen Häusern da viele Bewegungen in diese Richtung zu verzeichnen. Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dieser Anforderung, etwas für Jump zu machen, etwas für Infowellen zu machen, etwas fürs Fernsehen, etwas für online zu machen, gefordert oder überfordert? Das sind ja die Mitarbeiter aus dem MDR-Wissensbereich und denen macht das total Spaß. Die freuen sich, wenn das in anderen Bereichen aufgegriffen wird und wenn die Redaktionen sagen, ich möchte gerne zu dem und dem Thema einen Beitrag, das gerade aktuell, komm, mach mir was. Und das sind die Experten, nur die machen das eben richtig gut und die machen das mit der Qualität, die wir dann brauchen, auch in den anderen Angeboten des Hauses, die eben linear sind, wie das Fernsehen oder das Radio. Wenn man Gemeinschaftseinrichtungen ansieht, Sie haben gerade mit Bildung auf ARD-Ebene das kurz angesprochen, dann fallen einem natürlich dann Produkte auch mit anderen Partnern wie Arte oder Dreisat oder Phoenix ein, zunächst einmal, ne, im Fernsehbereich. Und nationaler Sender ist dann eben nicht zur ARD gehörig, der Deutschlandfunk und seine Familie. Glauben Sie, dass unter dem Eindruck der Pandemie und dem klar artikulierten Bedürfnis von Ihren Kunden, Ihren Zuschauern, Hörern, Hörerinnen, Zuschauerinnen, dass die ARD noch enger zusammenrücken wird in Sachen Bildung? Ich bin davon überzeugt, dass es wird. Wir haben ja gerade unsere ARD-Themenwoche vielleicht verfolgen. Ja. Wir haben das 15. Mal diese große Themenwoche in der ARD aufgelegt. Und diesmal ist das Thema der Zeit, wie wollen wir leben, ausgelöst durch die Fragen, die sich in der Krise stellen. Wie wollen wir unsere Zukunft entwickeln? Wie wollen wir sie gestalten? Und wir haben beispielsweise hier ein schönes Angebot, Mitteldeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Hessischer Rundfunk. Die Frage, wie wäre es, wenn... Wie wäre es, machen wir, wenn es keine Autos mehr gäbe? Spannende Frage für die Zukunft. Sie können Extremszenarien entwickeln, Sie können sie auch ganz wissenschaftlich aufbereiten. Und all diese Folge, die damit entsteht, weil jeder stellt die Frage an, wie wäre es, wenn es kein Insektensterben mehr gäbe? Und so sind wir zusammengerückt, haben dieses große Projekt gebaut und werden die alle in der Mediathek, sozusagen alle Folgen dort einstellen und hoffen, dass wir sozusagen als kompaktes, großes Angebot auch viele da erreichen, die sich diesen spannenden Fragen stellen und diskutieren darüber. Unheimlich spannend. Diese Projekte natürlich auch bei sicherlich der einen oder anderen, auch kleineren Anstalt mit einigen Ängsten besetzt. Ja, geht mir da etwas flöten und geht da etwas weg, denn... ganz klar, diese Dinge müssen finanziert sein. Und das bringt mich eigentlich so ein bisschen auf das Thema des Rundfunkbeitrags. Und es können ja Fernsehkollegen, Radiokollegen, Online-Kollegen eigentlich sagen, was sie wollen. Ein Shitstorm kommt garantiert von irgendeiner Partei. Und mit diesen Dingen haben Sie sich dann zu beschäftigen. Und das wird dann adressiert in den Rundfunkratssitzungen, ja, wenn jemand wieder unter die Räder gekommen ist, ja, egal was gesagt wird. Und nach wie vor, ich lese in sozialen Netzwerken ständig nach wie vor Zwangs-GEZ, obwohl es diesen Begriff, allein die Begrifflichkeit ja gar nicht mehr gibt. Ja. Es gibt ja einen Rundfunkbeitrag. Und aus dem Mund von Menschen, die mutmaßlich für das ein oder andere Abo von Sportkanälen ähnlichem wahrscheinlich ein paar Euro mehr bezahlen als die Rundfunkgebühr. Und manchmal hat man so etwas den Eindruck, selbst wenn eine wichtige Bildungsoffensive, Wissenschaftsinitiative gestartet wird, dass die ARD eigentlich fast nur noch am Tropf des Wohlwollens der Ministerpräsidentinnen hängt. Und nicht mehr am Zuspruch, obgleich fast alle Menschen Radio hören, fast alle Menschen ARD-Angebote im Fernsehbereich und online nutzen. Dieser geschürte Hass einer Minderheit schadet, oder? Also wir haben ja eine politische Partei,
deren Ziel es nicht ist, einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben, sondern ganz klar deutlich reduzieren, am besten abschaffen. Das ist also sozusagen, wir haben diese Diskussion mittlerweile auf einer politischen Ebene, die hatten wir Jahrzehnte nicht. Und wir haben Populismus, der Wirkung erzielt in der Bevölkerung. Und darauf müssen wir Antworten finden. Und was die Zahlen sprechen, nicht das, bestätigen nicht das, was Sie sagen. Wir werden nur noch von Ministerpräsidenten getragen. Also wir fragen regelmäßig ab. Na, aber man muss ja trotzdem tatsächlich Fakten. Deswegen fragen wir das ab seit ein paar Jahren beim Mitteldeutschen Rundfunk. Also wie sehen die Menschen unsere gesellschaftliche Relevanz? Wie sehen die Menschen die persönliche Wichtigkeit für sie, das MDR? Und wie sieht es mit dem Vertrauen aus? Das sind ja wichtige Kernwerte, wo wir immer wieder dranbleiben müssen. Was passiert da eigentlich? Und was ich am spannendsten bei den neuesten Zahlen fand für den Mitteldeutschen Rundfunk, dass die gesellschaftliche Relevanz, dass innerhalb von einem Jahr nochmal von 65%, die das Jahr vorher so gesehen haben, 70% sagen, der Mitteldeutsche Rundfunk ist gesellschaftlich relevant in unserem Sendegebiet. Das sagen alle Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und was allerdings für uns eine Herausforderung ist, dass wir näher ranrücken an die Themen, an die Fragen, an die Probleme der Menschen. Dass wir tatsächlich reflektieren, was treibt die Menschen um. Dass wir da sind, wo die Menschen sind, nicht nur hier in Leipzig, sondern es gibt ganz viele Gebiete in unserer Region, ganz viel Land, viele ländliche Gebiete, Gebiete, die keinerlei Entwicklung haben, dass wir tatsächlich bei den Menschen sind. Und das ist das, was wir im Moment sehr stark für den Mitteldeutschen Rundfunk entwickeln. Wir arbeiten viel mit unseren Regionalbüros, dass wir rausgehen in die Fläche, dass wir viel dialogischer werden und dass wir die Menschen reinholen. Und das ist das, was wir intensiv, wo wir intensiv dran arbeiten und wo wir glauben, dass wir tatsächlich diese Wurzeln, die wir haben, dass die uns nicht abbrechen, dass dieses populistische Gift nicht wirkt, sondern dass die Menschen wertschätzen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dann vielleicht in ein paar Jahren auch mal sagen, wenn die Frage gestellt wird, wollen Sie mehr bezahlen? Ja, ich möchte mehr bezahlen. Wenn Sie die heute fragen, na klar, aber egal, wo Sie sie fragen, wollen Sie mehr für Energie bezahlen? Nein, will ich nicht. Also Sie müssen natürlich, wenn Sie die Frage stellen, ist er Ihnen wichtig? Dann sagen 70% ja und über 80% sagen, wir vertrauen dem MDR. Und das gilt im Übrigen, die neuesten Zahlen für die ARD, die ich jetzt kenne, war auch die große Mehrheit, die unseren Angeboten in der ganzen ARD auch vertraut. Also auf der einen Seite wünsche ich Ihnen alles Glück dafür, dass Sie an diese Klientel, an diese Menschen rankommen. Und Sie formulieren damit ja auch, dass der Bildungsauftrag gegenüber diesen populistisch orientierten Leuten nicht endet, ne? Mm-mm, im Gegenteil. Der Bildungsauftrag ist unverändert relevant, wichtig und wir müssen darüber nachdenken, wie wir ihn so ausfüllen, dass tatsächlich das, was an digitalen Möglichkeiten auch drinsteckt, dass wir das nutzen und ausnutzen. Die ARD könnte natürlich auch die eine oder andere Morgengabe anbieten, auf eine Sportübertragung, auf eine große Show mal verzichten. Und ich glaube, der Mitteldeutsche Rundfunk ist in seiner Geschichte, in seiner Genese eigentlich als Dreiländeranstalt eine Anstalt, die traditionell ja schlank begonnen hat und schlank geblieben ist sozusagen. Also könnte eigentlich auch ein Rollenmodell für die anderen sein, oder? Ich fange mal mit der Morgengabe nochmal an. Also es ist in den letzten Jahren ja auch viel in diesem Bereich an Spardruck entstanden. Und es ist schon lange nicht mehr so, dass jeder Wunsch im Sportbereich, dass die alle Blütenträume reifen und dass wir jedes große Sportereignis bei uns haben. Die ganzen Fußball-Länderspiele, die dazwischen sind. Und wir sparen nochmal ein. Wir gehen runter in unserem Sportrechte-Etat um zig Millionen. Also wir nehmen raus, um andere Dinge tun zu können. Also das, um vor allen Dingen digitale Dinge tun zu können, dass es eine vielfältige ARD-Mediathek geben kann, dass es ein tolles Tagesschauangebot im Netz geben kann. Und für den Mitteldeutschen Rundfunk, ja, wir haben die Gnade der späten Geburt, wenn Sie so wollen. Wir sind von Anfang an schlank aufgestellt, haben schlanke Strukturen, geringeren Personalkostenanteil als andere ARD-Anstalten, so dass der Druck von Anfang an da war. Und wir haben sehr früh begonnen mit dem trimedialen Prozess. Wir waren einer mit der ersten, also Bayerischer Rundfunk und wir haben konsequent unsere Strukturen umgestellt und lernen in diesen Strukturen, die eben auf die Inhalte abstellen. Wir gucken dann, auf welchen Wegen ich genau diese Inhalte jetzt an die Menschen kriege. Das lernen wir jeden Tag neu, wie das funktioniert. Trimediale Inhalte, logischerweise Netz, Radio, Fernsehen, also die linearen und die digitalen Ausspielwege, die Sie anbieten, auch und besonders in MDR Wissen, in diesem Kontext, das haben Sie geschildert, und bei den Bildungsinhalten, um an die Menschen ranzukommen, auch an Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten, Lehrende.
möchte ich das mal in Verbindung mit den Leipziger Impulsen bringen. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die Ihnen auch am Herzen liegt, sehr stark, wo es einfach bei den Unterzeichnern darum geht, das, was wir vielleicht in der Start-up-Szene oder auch bei Corporates sagen, den Purpose, also die Seinsbegründung zu finden, im Dialog, in der Auseinandersetzung, in diesem Abholen. Vielleicht können Sie die Impulse ganz kurz mal schildern erstmal. Also der Ausgangspunkt war eine europäische Public Value Konferenz hier in Leipzig, die wir im letzten Jahr hatten. Und es war eine sehr starke Debatte, was ist unser gesellschaftlicher Wertbeitrag eigentlich? Wie müssen wir sein? Und vor allen Dingen, was fordert das Digitale von uns? Und da sind wir nicht allein. Diese Diskussion führt der ORF in Österreich. Diese Diskussion führt die SRG in der Schweiz. Und die waren auch hier zu Gast und haben eben berichtet, wie sie diese Public-Value-Debatten führen und wie sie sich entwickeln und aufstellen müssen. Es gab so einen schönen Satz in dieser Konferenz: Demokratie muss auch im Internet funktionieren können. Und deswegen war die Frage, was müssen wir eigentlich, über welche Themen denken wir nach? Und deswegen Impuls. Und wenn es unsere Hauptaufgabe mit ist, den Meinungsbildungsprozess zu befördern, offen zu halten, dann muss der auch im Internet offen bleiben. Dann kann es nicht sozusagen in kleinen Räumen, man spricht ja immer von Blasen, wie verbinde ich die Menschen im Internet? Wie leiste ich tatsächlich dort einen Beitrag zur Meinungsbildung, zu einer offenen, freien Meinungsbildung in dieser Netzwelt? Wie muss ich mich aufstellen? Wie muss ich mich in der Netzwelt aufstellen? Was muss ich ganz anders denken? Das ist ein Thema gewesen. Ein zweites Thema, was heißt eigentlich Qualität im Netz? Welche Anforderungen stellt sich an den Journalisten? Es ist nicht mehr der sendet. Senden können alle. Was ist sozusagen der Journalismus im Netz? Ist das ein moderierender Journalismus? Wie kann ich eigentlich in den sozialen Netzwerken moderieren? Wie kann ich Meinungen dort zusammenführen? Solche Fragen. Also wie muss ich Journalismus weiterentwickeln? Das ganze Thema Transparenz unserer Arbeit. Drängt das, was ich auch schon gesagt habe, drängt das nicht nach Transparenz, in dem zu tun, was wir tun, dass wir den Menschen uns vermitteln, wie wir es tun, dass sie uns vertrauen und eben nicht diesen unendlichen Desinformationswelten, die schier unendlich sind mittlerweile, dass man denen glaubt, wo selbst Politiker sich hinstellen können und sagen, ich habe eine Wahl gewonnen, obwohl der Fakt eine andere ist. Ja, das gehört ja zu all dem dazu. Und die Frage, sicherlich auch ein weiteres Impulsthema war, wie muss ich führen? Wie muss eigentlich so ein Medienhaus geführt werden? Mit welchem Orientierungsleistung an der Spitze? Wie entwickelt sich ein Haus so in diese Richtung, dass dieser lebendige Kosmos öffentlich-rechtlich tatsächlich dieses Demokratierelevante erfüllen kann? Und deswegen haben wir, glaube ich, gut und viel miteinander diskutiert und haben dann in der Corona-Zeit das fortgeschrieben. Und da kam die Erkenntnis, wir müssen den Wissenschaftsjournalismus stärken. Und das hat der ORF unterschrieben, das hat das Deutschlandradio, das ZDF, Herr Bellot, wir für den MDR, der ARD-Vorsitzende, also hohe Zeit für diese Themen. Ja, also das geht so weiter. Wo stehen Sie auf einer Skala von 1 bis 10 in dieser Entwicklung, in diesem Transformationsprozess, der ja unwahrscheinlich spannend ist? Ich weiß gar nicht, ob es 10 gibt. Vermutlich nicht, ja. Vermutlich ich glaube, es gibt gar nicht 10. Ich befürchte, mein Spruch, den ich immer im Hause sage, allen Kolleginnen und Kollegen, der Wandel ist der neue Status quo. Ob wir das gut finden oder nicht. Ich glaube, die Sehnsucht nach, jetzt ist es auch mal gut und wir sind jetzt mal da. Diese technologiegetriebene Welt von Giganten in dieser Welt, die permanent treiben, ich glaube, dass es nicht mehr Stillstand gibt und es gibt nicht 10. Wir haben über Wissenschaftsjournalismus, Bildung, Aufklärung auch gesprochen und auch so dieses Gefühl, was einen manchmal beschleicht, dass Aufklärung ausverkauft wird. Und Sie haben ein bedeutendes Wahlereignis vom 3. November erwähnt, wo der Unterlegene behauptet, er habe gewonnen. Das ist für mich nicht das große Takeaway, sondern vielmehr, dass über 70 Millionen Menschen diesen US-Präsidenten gerne in einer zweiten Amtszeit gesehen hätten, der nachweislich viele tausend Lügen formuliert hat und also objektiv, also ohne dass man irgendeine Partei bezieht, wenn man die Gleichung aufmacht, dass viele Entwicklungen aus den USA hier ankommen, früher oder später, kann der MDR-Intendantin doch nur Angst und Bange werden, oder? Also zumindest macht es nachdenklich. Also ich habe auch solche Sätze gehört aus den USA. Ich weiß, dass der Präsident lügt.
aber da lügt wenigstens authentisch und die anderen lügen auch. So, dann ist das Mediensystem sicherlich nicht vergleichbar. Und wenn Sie Radiostationen in den USA haben, die permanent seit Jahrzehnten, das ist ja auch kein neues Phänomen, dieses Spaltende, dieses Hasselement, ja, Sie kennen diese Talk-Radio-Stations, auch das muss man sich immer vor Augen führen, diese Rules, die es dafür gab, dass man ein paar Werte denen mitgibt, Grundsätze für die Arbeit, die gibt es ja gar nicht, die haben die abgeschafft. Ich kann Hass, ich kann das alles machen. Und ich kann total spalten. Und dieses Land ist gespalten. Und deswegen, ich glaube, das ist so, das beschäftigt uns ja auch, weil so Risse merken wir in der Gesellschaft in Deutschland genauso. Aber es sind Risse. Und dass es keine Spalten werden. Deswegen, ich bin zutiefst überzeugt, wir brauchen diesen starken, auch Rundfunk öffentlich-rechtlicher Art, der ein Stück zu diesem Zusammenhalt beitragen kann. Und deswegen das müssen wir fragen, was müssen wir leisten, dass wir das leisten können. Und immer wieder diskutieren, warum es uns braucht und unsere selbst reflektieren, warum braucht uns die Gesellschaft und was müssen wir dafür tun. Deswegen, also ich glaube, das mahnende Beispiel haben wir vor Augen und das macht schon sehr nachdenklich. Viele Jahrzehnte haben wir das gesellschaftliche Lagerfeuer namens Tagesschau gehabt in diesem Land. Es ist egal, ob man Tagesschau heute, Tagesthemen, heute Journal sagt, mit den entsprechenden Einschaltquoten hinterlegt. In diesem besonderen Jahr haben wir das wieder häufig. Aber es gibt keine Gewähr, dass in der Zukunft das so weitergeht. Oder ob man nicht diesen scheinbaren Wissenspluralismus, meinen zu wissen, ja, noch stärker haben wird als Artefakt sozusagen. Und da kommen dem seriösen Journalismus, egal ob das Print ist oder ob das ein elektronisches Medium ist, eine Herkulesaufgabe auf sie zu, auch jüngere Menschen unter 40 mitzunehmen. Glauben Sie, die ARD und auch der MDR sind dieser überwältigenden Aufgabe wirklich gewachsen? Ja, wenn wir uns weiter verändern und permanent kritisch hinterfragen. Ich glaube das schon. Ja, ich sehe, wie wir in der digitalen Welt gerade Fahrt aufnehmen in der ARD. Wir haben uns überlegt, was müssen unsere strategischen Themen sein, was sind die Themen, die wir in der Netzwelt stärken. Und ich glaube, es war klug, sich zu fokussieren, indem wir eben sagen, dazu gehört die Mediathek und nicht neun einzelne. Es gibt eine starke, relevante Plattform, die sozusagen den Zugang schafft, die darüber nachdenkt, wie ich auf dieser total vielfältigen Plattform auch andere wieder anspreche, die 40-Jährigen, die 50-Jährigen gewinnen können, mit Inhalten, die ich originär da reinstelle. Also wir machen die Mediathek gerade richtig stark, wir nehmen auch Fahrt auf. Unsere Audiothek, finde ich, ist ein Schatz. Eine Schatztruhe, ja, Truhe ist noch viel besser. Genau. Es ist klug gewesen, den Fokus auf Kika zu legen. Also ist immer ein Stück unter dem Radar, was in dem Bereich der Kinder passiert. Auch da ist dieses Mediennutzungsverhalten, verändert sich dort rasant. Also Sie können Ihr Kind vom Fernseher setzen, ist auch ein Stück lang, ja, auch noch. Aber die wischen an jeder Fläche und haben mittlerweile den Kika-Player. Und der Kika bemüht sich jeden Tag um gute Kinderinhalte. Und dort ist ein starker Player entstanden, der auch mittlerweile immer digitaler wird. Wir haben Funk, 100 Millionen jeden Monat, die dort irgendwie unterwegs sind, von den 14- bis 30-Jährigen. Und wir haben die Landesrundfunkanstalten, die schon stark föderal sind. Und ich sage mal, wenn, und das noch vernetzt mit Deutschlandradio und dem ZDF, haben wir in Deutschland ein starkes, leistungsstarkes öffentlich-rechtliches System. Im Gesamtbild haben wir das Lagerfeuer dann immer noch. Und genau. Es bleibt auch so. Ich persönlich hätte mir ja gewünscht, dass man die Speicher nicht Mediathek und Audiothek genannt hätte. Aber das ist eine Diskussion, die viel zu weit führt. Das hätte ein bisschen mehr Sexappeal haben dürfen, finde ich. Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Aber wir sind nicht Netflix, wollen nicht Netflix sein. Ja, und nicht Spotify. Genau. Nein, genau. Frau Wille, zum Schluss. Wenn Sie ein zusätzliches Budget von 300 Millionen für den Mitteldeutschen Rundfunk hätten. Das nehme ich jetzt. Nicht aus meiner Privattasche, habe ich nicht. Würde ich gern für uns alle mitnehmen. Mhm. Für Bildungsinhalte, für Bildungsprogramm. Mhm. Was machen Sie damit? Zusätzlich zu dem, was Sie jetzt schon haben. Zusätzlich.
Also was uns ja alle umtreibt, sind diese, ich lese sie auch ab und zu. Nachts steige ich in die Kommentarwelt ein und lese. Und versuche nachzuvollziehen, was Menschen bewegt, was sie für Faktengerüst mit sich rumtragen. Und ich finde, das ist eine tolle Idee, wäre doch, wenn Wissenschaftler mit dieser Kommentarwelt zusammengeführt werden, das ist sozusagen thematisch, und die Wissenschaftler dann sozusagen die wissenschaftliche Sicht entwickeln, das möglichst gut im Video und das mit einem Kompendium der Fakten gegen Desinformation verbunden wird und das irgendwie was ganz Tolles im Netz ist, wo jeder dann nochmal gucken kann. Vielleicht sowas. Spannendes Projekt. Wir schauen, ob wir das Geld auftreiben. Unbedingt. Professor Carola Wille in Zeit für Bildung. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch so ein toller Gastgeber waren hier für unsere Konferenz. Und ich denke, wir haben eine Menge Ideen mitgenommen aus dieser knappen Stunde. Und ich hoffe, wir sprechen bald weiter. Das tun wir. Kommen Sie wieder nach Mitteldeutschland. Vielen Dank.